So, nach einer Woche Abstinenz von Jerry, unserem Zauberlehrling, bin ich wieder zurück in einer neuen Aufnahme und wir wollten, ja, ich weiß nicht, haben wir in der letzten Folge nicht sogar schon Ursula abgegeben? Wenn nicht, machen wir das eben nochmal. Ich habe ihre Nichte gefunden. Die kleine Ursula? Uhu. Eine Krähe hat sie angegriffen. Uhu. Wie geht es ihr? Sag schon. Uhu. Sie ist wohl auf. Ich habe die Krähe vertrieben. Die Feder zeigt mir, dass du die Wahrheit sagst. Ich danke dir, Jerry. Du bist ein wahrer Baumläufer. So nennen wir Tiere, die anderen in Not beistehen. Uhu. Gute Arbeit, Jerry. Ich bin stolz auf dich. Ach, das war doch nichts Besonderes. So, wir haben einen Pokal bekommen. Eine Auszeichnung. Führe eine Familientreffen. Genau. Führe eine glückliche Familie wieder zusammen. Das hatten wir letztes Mal, glaube ich, schon mal gemacht gehabt. Das kommt mir zumindest sehr bekannt vor. Okay. Wir müssen, glaube ich, noch Blaubeersaft tun und das Boot war, glaube ich, auch noch nicht ganz so fertig. Vertraulich. Okay. Wir mussten nach da vor der Stadttor. Hier ist ein Lolli noch im Gepäck. Nee, das scheint schon gemacht zu haben. Wir waren auf dem Weg zu den Zwergen. Soweit weiß ich das noch. Und die werden wir noch weiter suchen. Auf dem schnelleren Weg. Oh, der Nerd ist weg. Fahrt durch die Felder. Genau. Oh, ein Frosch. Frosch in Uniform. Der war vorher auf jeden Fall noch nicht da gewesen. Platos Post. Dann ist das bestimmt Plato. Dann klauen wir uns erstmal die Post hier. Sind das deine Pakete und Briefe? Nein, aber ich bin für sie verantwortlich. Aber jetzt ist mein Rad hier stecken geblieben und ich bekomme es nicht frei. Das heißt, ich kann die Post nicht verteilen. So spät war ich mit meiner Runde noch nie dran. Soll ich die Post vielleicht für dich austragen? Quark! Du willst die Postsendungen wirklich für mich ausliefern? Klar. Ich laufe hier sowieso schon den ganzen Tag hin und her. Damit würdest du mir wirklich helfen. Dann kann ich auf mein Rad aufpassen. Weißt du, meine empfindlichen Froschfüße sind besser zum Fahrradfahren geeignet als zum Wandern auf Waldwegen. Kein Problem. Die Post ist schon so gut wie ausgetragen. Okay, dann spielen wir hier noch den Postboten. Und wir wollten ja sehen, genau, Waldweg diesseits des Baches. Okay. Ja, das gerade war. Ich war noch bis gerade im TS und. Ja, wo gerade die Connection verloren. Ah, hier geht's noch weiter. Okay. Hier waren wir jetzt auch schon überall. Sieht aus, als ob diese Steinäuglein schon viel gesehen haben. Genau, da waren wir schon. Das war diese komische, verdächtige Gestalt. Ich würde ja gerne wieder zurück. Danke. Des Zwergenhauses, genau. Aber ich komme da nicht hin. Irgendwie. Gurgelnder Bach. Hinter dem Bach. Hinter dem Bach. Noch einen großen alten Baumstumpf. Nur ein hohler Baumstumpf. Nichts drin. Aber ich höre ein Pfeifen. Der Wind weht durch den hohlen Stamm und seufzt und pfeift. Das klingt fast wie eine Melodie. Das Orgelspiel des Windes. Der Atem des Waldes. Wie bin ich denn jetzt darauf gekommen? Bin ich etwa auch ein Dichter? Dichtermagier Jerry Haselnuss. Ja. Träume muss man haben. Ich würde trotzdem gerne wissen, wie wir da runterkommen. Ich
Ich denke, wir müssen bestimmt durch diesen Baumstumpf, oder? Ist das hier magisches, magisch anmutender Brief? Parfümierter Brief? Päckchen. Schweres, gut verpacktes Päckchen. Ah, Werbezettel. Kobold. Das bringt nichts. Okay. Dann eben nicht. Das bringt nichts. Ja. Das Päckchen da rein? Nein, ich habe Plato versprochen, die Post schnell und zuverlässig sich zuzustellen. Ja gut, dann klappt es jetzt gerade nicht hier irgendwie unbedingt hinter dem Bach. Da drüben sieht es auch interessant aus. Aber hier komme ich nicht über den Bach. Ja, ich würde ja gerne rüberkommen, aber ich wüsste jetzt nicht wie. Hinter dem Bach. Was war denn hier? Gurgelnder Bach? Müssen wir irgendwie weiterkommen. Späteren Verlauf. Hier guckt man, dass die jetzt die Pakete abgeliefert bekommen. Und ich glaube, da kommen wir auch, kamen die auch nirgends weiter. Doch. Ah, Waldweg jenseits des Baches. Das scheint der richtige Weg zu sein, um ans Haus zu kommen. Ach, perfekt. Super. Sieht so aus, als ob die Zwerge auch mit der Post in Kontakt stehen. Aber wenn sie diesen beliebten Blausaft brauen, dann verschicken sie den sicher auch per Post an Kunden. Da steht etwas auf dem Zettel. Quarantäne. Unser Mitbewohner Steinberg-Waldzwerg leidet an einer schlimmen Krankheit. Er ist grimmig und schlecht gelaunt und richtig mies drauf. Und jetzt ist er auch noch krank und hustet und niest. Nicht stören. Bis zum Ende der Quarantäne zelten wir tief im kalten Wald auf matschigem Boden. Deshalb sind wir grimmig und schlecht gelaunt und richtig mies drauf. Blausaftproduktion wird ausgesetzt, bis Steinberg wieder gesund ist. Schmiedeeisen und Holzer, Waldzwerge. Fest verschlossen. Da hängt ein Zettel. Ja, den hatten wir ja gerade schon. Steht in einem Tagebuch jetzt. Das Tor zum Grundstück des Waldzwerges ist verschlossen. Gibt es einen anderen Weg, auf das Grundstück zu gelangen? Plato konnte heute noch gar keine Post verteilen. Kannst du ihm unter die Froscharme greifen? Ja. Ja, das machen wir. Nur wie? Wenn man größer ist als eine Maus oder als ich, könnte man es glatt übersehen. Aber es ist da. Versteckt zwischen Baumwurzeln und Moos. Stock vielleicht? Ein Stock bringt hier nichts. Nicht mal zum Anklopfen oder so. Kobalt? Das bringt nichts. Auch nicht. Okay, was... Ach, wir haben unsere Münze noch. Da oben ist was. Da ist auch noch was. Okay. Was ist denn hier? Abgeschlossenes Grundstück. Das Grundstück. Spannend. Schade, dass das Tor zu ist. Ja, scheint es aber nicht dort zu sein, ja. Okay, das hat man alles schon. Die Karte, das Poster, genau. Wann denn? Und wo? Komisch. Hä? Was ist das hier? Das hatten wir schon. Das hatten wir. Hatten wir auch schon. Das hatten wir auch schon, den Bach hatten wir schon. Wir hatten soweit schon alles. Das heißt, es muss noch eine Reaktion. Magisch anmutender Brief. Nein, ich habe Plato versprochen, die... Ja, das wissen wir ja. Es kann ja sein, dass sie auch Post brauchen. Ach, das ist wieder Zar auf dem Poster. Okay. Ich will keine Plakate kleben. Auch nicht für den großen Zarow. Ich will keine... Okay, dann können wir das auch nicht machen. Parfümierter Brief. Nein, ich hab... Ja, das ist... Also mit dem Brief können wir nichts machen. Sumpftutter, machen wir damit. Na, weg mit hier. Die behalte ich besser. Okay, also auch nicht.
Geheimnisvolles Buch. Zwerge lesen nicht. Okay, dann müssen wir wohl wieder zurück. Ne? Da. Wüsste jetzt auch nicht, wie wir dieses Posthorn benutzen. Geh erstmal zurück in die Stadt. Gucken, dass man mal die Briefe und Zettel alle verteilt bekommt. Na, komm schon. Ja, heute leckt das Spiel so ein bisschen. Bin mir nicht ganz so sicher, warum. Na gut, ist ja schon wieder 0 Uhr noch was und die Wohnung ist auch noch warm wie Sau. Das kann gut alles dazu beigefügt haben. So, Päckchen. Ist bestimmt von ihr pink. Passt bestimmt zu dir, oder? Kann ich mich auch gut lernen. Aber wir haben einen Laubtaler. Damit können wir schon was kaufen. So, guck mal, der parfümierte Brief, der für ihn ist. Nein, ich habe Plato. Nein, also nicht für ihn. Magisch anmuten, ne? Schweres Paket? Nein. Okay, ist auch nicht für ihn. Der magische Brief könnte ja vielleicht für den Rabbit sein. Wir schauen mal. Ach, unser kleiner. Ist auch wieder oben auf. Magisch anmutender Brief. Ja, zum Marquis. Was ist denn los? Wer geht denn der jetzt nicht? Ja, laufen wir halt noch weiter rein. So. Der reagiert nicht. Nein, ich habe Plato versprochen, die Post schnell und zuverlässig zuzustellen. Okay, also für ihn auch nicht. Nein, ich habe. Für ihn auch nicht. Da dreht er sich bloß um. Der macht halt gar nichts. Ach, Mann. Das schwere Paket vielleicht für den Typen hier drin, für den sein Radio? Vielleicht? Man weiß es nicht, ne? Probieren wir gleich mal aus. So. Ich hab. Okay, das fühlt ihr also auch nicht. Das gibt es doch gar nicht. Glocke. Sekunde. Wir haben noch keine Zeit. Für jeder duftende Brief ist. Sie kommen zurück. Nein, ich hab Platz. Nein. Ich bin doch schon da. Honig, Löffelchen. Nein, ich. Ach ja, sehr gut. Nein. 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 Alter, wie sind die ganzen Briefe? Nein. 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 Ist okay. Für hier ist niemand der Brief bei. Jetzt sind wir ja schon fast alle durch. Da bloß noch die Gebrüder und der alte Mann. Weg zur Stadtmauer. Ich glaube, von da aus kann man hin, ne? Auch, oder? Ja, genau. Alles klar, dann gehen wir zu ihm hin. Gucken, ob er den Brief haben möchte. Und einen davon. Nein. Nein. Nicht das Paketchen. Nein. Ich. Nein. Natürlich auch nicht. Den magischen dann erst recht nicht. Nein. Ja gut, dann geht die Suche weiter. Jetzt bleiben ja nur noch die. Weg durchs Gras. Ach so, stimmt. Von wo kommen wir denn da jetzt rein? Stimmt, zu den Typen hier. Hier ist auch wieder so ein Zeichen. Soll man damit jemanden rufen? Hier ist so ein Horn. Noch dem Paket? Nein, ich.
Okay, der braucht keins. Das vielleicht? Nein, ich... Das gibt's doch gar nicht. Nein. Okay, was kriegt hier niemand? Ein Paket, niemand kriegt einen Brief. Ich hier jetzt behalten? Die Zwerge wollen sowas auch nicht haben. Mann, Mann, Mann. Also müssen wir zu den Igelgebrüdern und durch die wir in die Mitte kamen. Ist ja fast nur das Einzige, was übrig bleibt. Alle anderen haben wir jetzt ja durchgeklappert. Da ist dieser grimmige Typ. Gronk. Mal schauen. Nein, ich habe Plato versprochen. Gronk kriegt heute keine Post, wie es aussieht. Nein, ich habe. Nein, auch nicht. Ist er vielleicht für mich selber? Nee. Muss ein Paket haben, Gronk? Nein. Vielleicht ist er ein neues Spielball. Nein. Nun habe ich. Ach, weil hier sind doch noch Briefkästen. Nein, ich habe. Da kann man die auch drauf verwenden. Ah, super. Nehmen wir gleich den nächsten. Auf die, erst auf den hier. Nein. Dann da. Nein. Okay. Dann nehmen wir noch hier so einen liebesumschnulzten Brief. Na, weg. Nein. Ich hab da. Nein. Nein. Alles ist ja schön. Wir probieren jetzt noch die Igel. Und dann. Ja. Wenn nicht, dann weiß ich die Briefe halt noch bei mir. Es würde mir nichts anderes übrig bleiben. Wir hätten da genau noch einen Briefkasten. Ah. Das wäre natürlich auch gleich noch eine Idee. Zuerst das Paket. Ach Quatsch, ja. Pass ab. Das kennen wir schon, das Gespräch. Nein. 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 Hast du den magischen Brief? Nein. Ich will mir vorstellen, dass es die Tür bekommt. Also der Briefkasten, sprich. Das kann ich mir gut vorstellen. Nein. Nein, alles nein, nein, nein. Jetzt nehmen wir mal den magischen Brief als erstes. Hey, da klappt's super. Post ist da. Oh, wow. Danke. Keine Ursache. Okay. Huch, wer hat das gesagt? Seltsam. Unverschlossen. Also da kommen wir schon mal nicht rein. Aber hier ist auch so ein Posthorn. Soll man damit jemanden rufen? Ich wüsste aber nicht, wem der letzte Brief und das Paket noch gehört. Parfümierter Brief. Das kann eigentlich nur männlichen gehören, denn parfümierte Briefe werden meist nur an männliche Leute geschickt. Das heißt, hier wären ja auch noch zwei, siehst du? Da ist das Vieh schon wieder. Der kriegt schon ein paar Mal da. Kriegst du vielleicht das Paket? Oh, danke. Ah, super. Da habe ich lange drauf gewartet. Mein Sprachlernpaket. Kokospalmeninselnesisch über Nacht auf 30 Kassetten. Ich muss gut vorbereitet sein, wenn ich mich da zur Ruhe setzen will. Wartest du auf was? Trinkgeld? Vielleicht? Wir sind Kirchenmäuse. Wir haben nichts zu verschenken. Aber einen roten Faden zu verschenken. Hey, dann haben wir die Post ja fast geschafft. Nein, ich... Okay, der kriegt nichts. Aber wer bekommt jetzt diesen duftenden Brief? Einer von der Stadtmauer? Probier mal sie noch schnell aus hier. Mal zur Stadtmauer gehen. Nein. Okay, dann zur Stadtmauer. Oben drauf, glaube ich, einer, ne? Und unten waren zwei. Genau. Da prüfen wir sie gleich mal aus. Ja, aber eh, was war ein Brief? Nein, ich. Der war Gott sei Dank auch wieder nicht. Sind ja nur noch die zwei hier unten. So, dann zeigt mal. Nein. 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 Ich hab.